Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Heute geht es bei uns um den dritten Frühling oder den Lebensabschnitt nach der Pensionierung. Grüezi und willkommen, das ist das Fenster zum Sonntag. Viele Menschen haben regelrecht Angst vor dem Älterwerden. Jeder möchte zwar möglichst lang leben, aber alt sein, das will eigentlich niemand. Dabei hat dieser Lebensabschnitt durchaus auch seinen Reiz. Zum Beispiel hat man viel Zeit für die Liebe. Wir stellen Ihnen Leute vor, die auch nach 70 noch Schmetterlinge im Bauch haben. Und Martin Rieser hat sich zwar zuerst ein bisschen zurechtfinden als Pensionär, ist dann aber noch richtig durchgestartet und hat noch einmal eine Firma gegründet. Aber zuerst gehen wir ins Ausland zu einer Frau, die es nie langweilig wird. Während die einen nach 60 im bewussten Gang abschalten, kommen die anderen dann erst so richtig in Fahrt. So wie die Österreicherin Maria Prean. Mit 60 glaubt man ja, dass das Leben mehr oder weniger zu Ende geht. Und dass man sich für die Pension vorbereitet. Und da hat bei mir eigentlich das Leben erst angefangen. Da kam ich eben nach Afrika und ich fühle mich jünger, als ich mich mit 30 fühlte. Innerlich. Und da ist das Leben für mich immer freier und schöner geworden. Je älter, dass ich werde, und es wird immer noch schöner. Mit 60 lebt Maria Prean in der Kleinstadt Imst in Tirol. In ihrem Begegnungszentrum Haus des Lebens veranstaltet sie regelmäßig Seminare und Kurse. Die wenigsten wissen, wer sie sind in Jesus Christus. Und im Prozess dieses Seminars lernen sie dann Jesus Christus kennen und geben ihm ihr Leben. Ich predige auch sehr gerne und sehr viel. Ja. Und darf sehen, wie Herzen verändert werden. Schon damals ist Maria Prean als Referentin im Ausland unterwegs. Während einer Konferenz in Amerika fragt sie Gott, was sie nach der Pensionierung tun soll. Ja, ich war knapp vor 60 und da habe ich gesagt, Lord, shall I retire? Und habe ganz klar gehört, no, refire. Krieg neues Feuer. Und da habe ich gewusst, Gott hat noch etwas vor mir. Noch weiß Maria Prean nichts Konkretes. Erste Kontakte zu Uganda entstehen. Einige Jahre fliegt sie regelmäßig für Predigten und Schulungen nach Afrika. Ich habe nur immer gesagt, Herr, wenn du willst, sprich, ich bin bereit. Und nach, ich glaube, es waren 5 Jahre, Anfang 2000, war ich am Gebetsberg in Kampala und da höre ich, wie der Herr sagt, bist du bereit, mir zu vertrauen, dass ich dir alles gebe für 1000 arme Kinder? Da habe ich gesagt, Herr, ist ein bisschen viel für den Anfang. Wenn du dich verpflichtest, ich stelle mich dir zur Verfügung. Meine Familie, die war entsetzt. Meine Freunde, jetzt mit 60, wo die Krankheiten anfangen, gehst du nach Afrika. Gemeinsam mit 2 Mitarbeitern beginnt Maria Prean in Uganda ihre Arbeit. Sie suchen sich eine Wohnung und kaufen ein Auto. Schnell werden die kulturellen Unterschiede deutlich. Bis wir ein Postfach hatten, dass wir da an Empfehlungsschreiben brauchten, dann ein Bankkonto. Es geht alles nur, wenn man Freunde hat im Land. Und die hat Gott uns auch gegeben. Und wir haben dann auch den Erzbischof kennengelernt von der anglikanischen Kirche. Und ich war dann zu spät zu diesem Treffen. Und er sagte, was ist los, Maria? Das bin ich nicht gewohnt von dir, dass du zu spät kommst. Sag ich, war im Busch. Ich hatte keine Verbindung. Und er sagte, was machst du im Busch? Sag ich, ja, ich suche Land. Sagt er, wofür? Sag ich, um eine Schule zu bauen. Sagt er, eine Schule zu bauen, da kann ich dir helfen. Wir haben vor 10 Jahren von einem reichen Afrikaner 65 Hektar sehr schönes Land bekommen zum Entwickeln. Und wir haben nichts gemacht. Maria übernimmt dieses Land und baut darauf Waisen- und Kinderhäuser sowie Schulen. Um ihre Arbeit zu finanzieren, gründet sie den Verein Vision für Afrika. Sie scheinen nicht hastig zu arbeiten, sondern sehr langsam und gemächlich, aber konstant. Da kommt kein großer Betonmischwagen. Das Wasser musste von weit her geholt werden, alles manuell. Und es ist wirklich ein enormes Wunder, was in den 4 Jahren geschehen ist, wenn man sich vorstellt, mit welchen Mitteln sie hier bauen. Der Erzbischof hat zu mir gesagt, am Anfang, weil er gespürt hat, dass ich sehr viel Vertrauen habe, sagte Maria, das musst du doch ablegen. Du wirst sehr betrogen werden. Und
im Laufe der Jahre habe ich erfahren, er hat recht. Das macht sehr müde manchmal. Das macht sehr müde, wenn man nicht weiß, wem man glauben kann. Eines der größten Probleme ist die Arbeitslosigkeit. Denn arbeitslose Menschen sind leicht aufzuhetzen für irgendwelche Rebellionen. Sie wollen was tun. Und darum haben wir hier die großen Werkstätten für Bauwesen, für Automechanik. Wir machen auch alle Möbel, die wir brauchen, selbst. Und es ist sehr viel. In ihrem Haus in Imst lebt sie nur 3 Monate im Jahr und hat hier auch das Büro von Vision für Afrika integriert. Den Rest des Jahres verbringt sie in Uganda. Wir wollen die Administration auf ein möglichst niedriges Level und trotzdem sehr gut machen, weil eben das Geld soll dorthin, wo es Leben verändert. Ja. Und ich bin sehr dankbar für unser Team. Also sie machen unwahrscheinliche Arbeit hier. Denn 6.000 Kinder werden hier versorgt mit allen Patenschaften. Ja, ich bin natürlich die Brücke, die da immer wieder schaut, dass Menschen sich bewegen lassen, diesen Kindern zu helfen. Wir machen unsere Bedürfnisse bekannt und haben wunderbare Freunde im ganz deutschsprachigen Raum, die uns hier sehr unterstützen. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Vor 15 Jahren hat Maria Prean diese Arbeit in Uganda begonnen. Noch immer arbeitet die inzwischen 76-Jährige mit vollem Einsatz für ihre Kinder. Ich bin immer dort, wo ich bin. Schon im Flugzeug stelle ich die Uhr um, bin wieder da oder stelle sie um und bin schon wieder dort. Es sind keinerlei Stellung. Auch ich steige ins Auto drunter und automatisch fahre ich links. Hier fahre ich gleich automatisch rechts. Es ist eine Gnade. Mir geht es so gut darum, mit all dem frischen Obst und frischen Gemüse und die Sonne. Wir haben ja so viel Sonne. Ja, man braucht fast keine Vitamine nehmen, weil lauter Sonne. Das ist ein wunderbares Land. 1200 Meter hoch am Äquator. Diese Jugend hat mich auch verjüngt. Ja. Dauernd nur mit diesen jungen Kindern beisammen und diese Liebe und Freundlichkeit. Uganda ist eines der kinderreichsten Länder. Die Hälfte der Bevölkerung ist 15 Jahre alt und jünger. AIDS und andere Krankheiten haben dazu beigetragen, dass viele Menschen zwischen 20 und 40 gestorben sind. Zurück bleiben viele Waisenkinder. Hier sind wir beim Eingang vom Land of Hope. Da drinnen haben wir uns entschlossen, nur die Vollwaisen aufzunehmen. Kinder, von denen wir weder das Geburtsdatum wissen, noch Vater, Mutter, die irgendwo gefunden wurden. Das ist jetzt unser Kinderhaus Nummer 1. Und die Mama Alice ist die Mutter hier. Und sie hat, how many children do you have? 10 Children. 10 Kinder hat sie. Und wir freuen uns so, wie diese Kindlein, wie die sich entwickeln. Und nach einem Jahr spürt man so, sie wissen jetzt, sie sind absolut zu Hause. Und so sind wir schon dankbar, dass wir hier eingreifen dürfen, wo Kinder eben kein Essen hatten, nur auf dem bloßen Lehmboden geschlafen haben und eigentlich gar nicht richtig wahrgenommen worden von der Gesellschaft. Aber hier wissen Sie, sie sind wichtig. Der größte Lohn für mich sind diese Kinderaugen. Die Kinder können am Spielplatz nicht laut genug jubeln und jauchzen und schreien. Das ist Musik für mein Herz. Ja, ich wollte immer 10 Kinder. Leider habe ich nie eines geboren. Lange Zeit war ich ohne Ehepartner und dann, als wir heirateten, waren wir zu alt für Kinder. Und wir haben dann den Wunsch schweren Herzens aufgegeben. Maria hat Herbert mit 47 Jahren kennengelernt. Nach 7 gemeinsamen Jahren stirbt ihr Mann. Ihr Traum von einer Familie erfüllt sich mit 66. Bei der Angel war es so, dass ihre Urgroßmutter, dass die mir dieses Kindlein auf den Armen angeboten hat und gesagt, hier Maria ist deine Tochter. Angel war damals 9 Monate. Ein sehr ruhiges, in sich gezogenes Kind. Und ich konnte Scherze machen und sie kitzeln und lachen mit ihr. Und sie hat mich nur mit unverzogener Miene angestarrt. Nach 2 Stunden hat sie mir ganz schnell ein Tschüppel Haar ausgerissen. Und das war ihre Annahme. Ich habe sie dann auf meinen Teppich im Wohnzimmer gesetzt und habe gesagt, Angel, jetzt fangen wir an zu leben. Maria Prean adoptiert auch die Zwillinge Richard und Patrick. Der Sinn des Lebens wird einfacher, je länger ich lebe. Ich glaube, dass der tiefste Sinn des Lebens ist, die Liebe Gottes zu erkennen, anzunehmen, sich wirklich lieben zu lassen von Gott. Und zwar unverschämt lieben lassen und dann diese Liebe unverschämt weitergeben.
Es wird so simpel. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass ich genau dort bin, wozu er mich geschaffen hat. Dieser Zeit sind viele Jahre der Suche vorausgegangen. Während des Zweiten Weltkriegs in Innsbruck geboren, muss Maria Prian hart arbeiten, um aus eigener Kraft viel zu erreichen. Sie will Gott und den Menschen gefallen und strengt sich an, um dieses Ziel zu erreichen. Anfang 20 wird Maria Prian SOS-Kinderdorfmutter. Es kommt zum Zusammenbruch. Und dann wachte ich auf dem Teppich wieder. Dann habe ich gesagt, Herr, ich streng mich doch so an. Sagt er, ja, du bist sehr anstrengend. Und das war der letzte Todesstoß in meine Selbsterlösungsaktion. Ich wusste, dass ich Jesus im Herzen habe, aber ich habe geglaubt, ich muss mich wahnsinnig anstrengen, damit er mich nicht verlässt. Und da musste mich Gott wirklich in einen totalen Zerbruch führen. Das war für mich das Schlimmste, zu erkennen, ich schaffe es nicht. Und meine Identität war dahin. Ein langer Prozess beginnt. Heute weiß Maria, dass sie geliebt ist und sich bei Gott nichts erarbeiten kann und muss. Ihre Erfahrungen gibt sie an Seminaren und in ihren Büchern weiter. Also es ist alles, geht nur um Beziehung. Es geht nur um Beziehung. Und da bin ich so dankbar, dass Gott mich aus dieser Härte der Leistungen, diesem Dauern fordern, mehr, noch zu wenig, ja, dass er mich da hineingebracht hat in ein Liebesverhältnis. Und ich weiß, ich muss nichts mehr tun, um geliebt zu werden. Ich bin geliebt. Das Lebensthema ist Vertraue mir. Das ist das gesamte Lebensthema. Vertraue mir. Ich habe gelernt, inzwischen jeden Tag so zu leben, als wäre es der letzte. Und so zu planen, als würde ich nie sterben. Nur weil man älter wird, heisst das nicht, dass für die Liebe kein Platz mehr ist. Wir zeigen Ihnen zwei Pärchen. Das Hirsels erzählen uns, wie es ihnen gelingt, auch nach 52 Jahren eh noch zusammen glücklich zu sein. Und die Rosmarie Nachbur hat nach dem Tod von ihrem Mann ganz unerwartet nochmal Schmetterlinge im Bauch. Daniel und Marian Hirzel sind heute 78 und 74 Jahre alt. Als sie sich zum ersten Mal getroffen haben, waren sie mit der Jugendgruppe unterwegs. Ich war so knapp 17, da haben wir einen gemeinsamen Ausflug gemacht. Und er hat dann gewartet auf uns, so auf einem Hügerli. Und wir sind so herzulaufen gekommen, dann habe ich ihn gesehen, dort stehen. Und ich dachte, wow, so einen Mann will ich mal heiraten. Und ich bin gerade mir selber verschrocken, weil ich dachte, das spinnst, du bist ja noch so jung. 5 Jahre später waren sie verheiratet. Sie haben heute 3 Kinder und 8 Enkel. Vieles hat sich mit der Zeit etabliert. So auch ihr täglicher Spaziergang. Wir haben viele Projekte miteinander gemacht. Wir haben mit den Kindern vieles erlebt. Wir haben schöne Zeiten erlebt mit ihnen. Wir haben auch Stress erlebt manchmal. Aber es war immer wieder gut. Wir konnten uns immer wieder finden. Hirzels haben schon immer viel Zeit in Gemeinde und Jugendarbeit investiert. Das ist heute noch so. Nun bereiten sie die Sonntagsschule vor. Marian erzählt und Daniel zeichnet dazu. Ich finde das sehr wichtig, dass man einander frei gibt und dass man einander auch unterstützt. Ich habe mich immer gefreut, wenn sie etwas hatte, was sie erfüllt. Und wenn sie auch im Rampenlicht stehen und andere Menschen auch können begeistern oder motivieren. Perplex war. Das waren besonders die Frauen, die ihr am Herzen lagen. Marian war Mitgründerin des Frauenfrühstücks. Wir hatten immer ein Thema, das wir besprechen konnten. Das ist gewachsen von den kleineren Kindern mit unseren Kindern zu den Teenagern und bis dann zu den Erwachsenen. Das hat uns immer wieder zusammengebracht, die Sachen zu diskutieren, auszudenken. Obwohl wir vielleicht über Gefühle und gewisse Sachen nicht unbedingt so haben können reden, aber das, die Projekte und die Ideen und die Visionen, das hat uns begeistert. Im Berner Oberland ist Rosmarie Nachbur unterwegs zu ihrem Schatz. Die 85-Jährige ist rüstig und lebt noch in ihrer eigenen Wohnung. Jeden Tag besucht sie ihren Hans. Es ist einfach schön. Wenn man allein ist und hat, denkt man, jetzt kann ich zu jemandem gehen. Hier im Altersheim Desalb in Merligen haben sich die beiden kennen und lieben gelernt. Hallo? Salut!
Das ist ein schönes Hemd, Jan. Ja, wegen mir. Hans Berger ist bereits 95 Jahre alt. Im vergangenen Herbst war er sehr krank. Davon hat er sich nicht mehr ganz erholt. Er hat noch vorhin normal geredet. Und jetzt ist die Stimme einfach, da hat sie selber gehört, einfach weg quasi. Ich verstehe ihn schon. 2009 verlor Rosmarie ihren Mann. Er war der Zimmernachbar von Hans. Nach seinem Tod ging sie weiterhin zum Mittagessen ins Altersheim. Vor 3 Jahren funkte es zwischen Hans und ihr. Und ich bin zur Tür gekommen und er mich so herzig anschaut. Er hat so einen lieben Blick. Zuerst habe ich natürlich gedacht, ja, was ist jetzt das? Ich war ja 58 Jahre geheiratet. Und ich dachte, ja, das ist vielleicht nicht gerade so alles jetzt da mit einem anderen Mann. Aber das ist einfach gekommen. Ich habe einfach Freude daran. Und der Berger hat auch Freude. Gell? Und im Zürcher Oberland machen Hirzels heute Nachmittag einen Ausflug. Was sie als Paar zusammengehalten hat, erzählt Marian in der Kirche. Wir haben immer wieder einen Weg gesucht, dass wir miteinander jeden Tag beten können. Und auch immer wieder zärtlich und liebevoll miteinander umgehen. Und auch, dass wir eben nie eingeschlafen sind, ohne eigentlich wieder Frieden zu machen. Auch wenn wir nicht gleicher Meinung sind, aber einfach, wir haben gewusst, es ist gut, wir lassen es ruhen. Trotzdem gab es immer wieder Situationen, in denen sich beide unverstanden gefühlt haben. Ich habe geschwätzt und ich hätte einfach wollen, dass er jetzt reagiert und mir entgegnet. Man hat ihn auch nicht können verrückt machen. Er ist einfach immer ruhig geblieben und hat mich eigentlich auflaufen lassen. Und das ist eigentlich Gift für unsere Ehe. Weil je mehr, dass er geschwiegt hat, umso verrückter bin ich geworden. Und nach vielen gemeinsamen Jahren lernt Daniel in einem Eheseminar über Gefühle zu reden. Ich konnte Marian manchmal nicht verstehen, wenn sie ausgeflippt ist oder so ihre Gefühle so gezeigt hat. Und nach dem Seminar habe ich einfach dich besser verstanden, deine Gefühle können besser interpretieren und auch selber angefangen lernen, meine Gefühle zu zeigen. Und da ist noch ein anderer Motor, der ihre Beziehung lebendig halte. Dass Gott uns den Humor noch gegeben hat. Wir können heute fast mehr lachen als früher an uns selber. Manchmal an unserer Hilflosigkeit, weil wir etwas tölpelig werden oder nicht mehr ganz alles verstehen oder so. Aber es ist einfach schön, wenn man so kann, wirklich miteinander herzlich lachen, auch über Schwächen, über sich selber. Das tut gut. In Merligen liest Rosmarie Nachbur ihrem Hans nach dem Mittagsschlaf noch etwas vor. Das machen sie jeden Tag so. Nur will Hans heute nicht so recht aufwachen. Der alte Gebet, das du für uns zum Himmel hast geschickt, wir haben ihn gespürt, den Segen, der drinnen liegt. Hast du aber nicht gehört, Hans? Hä? Schlafkappe. Weil Hans heute einen Schlaftag hat, nimmt Rosmarie alleine am Nachmittagsprogramm teil. Es werden Herzen gebastelt für eine Mitarbeiterin, die bald heiratet. Ob das bei Hans und Rosmarie auch mal ein Thema war? Ja, der Hans hat schon wohl. Nachher hat er aber gesagt, weißt du, ich habe kein Geld mehr, sage ich ja nicht. Nein, ja. Ich glaube nicht. Anderes ist ihr wichtiger. Dass er einfach ein bisschen geistig noch so bleibt und wir noch ein bisschen zusammen sein können. Und was passiert, das weiß man nicht. Muss man es annehmen, wie es kommt. Jetzt ist schön, dass du aufgewacht bist, gell? Ich bin froh. Vorher hast du gar nicht aufwachen. Wir sind so froh. Du hast so liebe Augen, gell?
kannst du mich so lieb anschauen. Das ist schön, gell? Der Martin Rieser hat eine schwierige Zeit hinter sich. Als Gründer und langjähriger Geschäftsleiter eines mittelgrossen Unternehmens hat es sich für ihn nach seiner Pensionierung zuerst mal gar nicht nach Frühling angefühlt. Für eine Tour mit seinem Motorrad hat Martin Rieser heute mehr Zeit. Vor seiner Rente setzte er andere Prioritäten. Ein Unternehmen zu gründen bedeutet Freiheit, bedeutet Selbstständigkeit. Und das ist das, was mir gefallen hat als Jung. Und das ist auch das, was mich begleitet hat, das ganze Leben lang. 2008 zeigte Fenster zum Sonntag einen Beitrag über die GEWA, ein sozialwirtschaftliches Unternehmen, das Martin Rieser 1986 gegründet hatte. Das Ziel des Unternehmens ist, Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung beruflich zu integrieren. Menschen mit einer psychisch bedingten Leistungseinschränkung sind vielleicht dünnhütig. Sie haben wenig Selbstvertrauen. Sie sind nicht so belastbar. Sie sind schwankend in ihren Leistungen. Das ist die Schwierigkeit. So Menschen sind nicht unbedingt berechenbar, aber sie haben ein enormes Potenzial. Und wir schliessen dort an. Wir schliessen an die gesunden Teile an. Es war mir wichtig, dass die Menschen an einer Arbeit nachgehen können, dass sie ein soziales Umfeld haben, das stimmt, und dass sie eine Anerkennung haben. Das ist auch das, was bei uns ausmacht, was wir unter Integration verstehen. Als Martin die GEWA gründet, waren es 30 Angestellte. In den 24 Jahren, in denen er das Unternehmen leitete, wuchs die Firma auf 600 Mitarbeitende. GEWA-Zeit. Das war die schönste Zeit in meinem Leben. Wunderbar, wenn man darf sehen darf, wie sich etwas, das man sich vielleicht mal klein vorstellt, sich so entwickeln. Es war mir auch wichtig, dass es nach meiner Pensionierung gut weitergeht. Wir haben es geplant, professionell geplant. Wir haben 5 Jahre vorher angefangen und haben die richtigen Leute gesucht, die nachrücken können. Und das ist auch gut gelungen. Für das Unternehmen, für die GEWA, ist es gut herausgekommen. Für mich persönlich nicht ganz so, wie ich mir es eigentlich vorgestellt habe. Ich bin von der letzten Ferien auf dem Flugplatz zu Basel, Schlaganfall. Gerade zu diesem Zeitpunkt von diesem Abschied. Und darum ist alles auch so ganz anders rausgekommen. Die Leute haben immer gesagt, GEWA, das ist der Martin. Ich habe nachher gemerkt, das ist ganz anders. Der Martin, das ist GEWA. Und die habe ich dann vermisst. Als dann auch noch seine beiden Enkel zu früh zur Welt kommen und sterben und seine Frau eine große Operation braucht, wird alles zu viel. So hat er sich den Start in die Rente nicht vorgestellt. Martin fühlt sich kraft- und antriebslos. Als er sich vom Arzt durchchecken lässt, eröffnet der ihm: Die Werte sind alle gut, aber was dir hat, ist eine Depression. Also. Und als ich nachher bin heimgelaufen, hat es mir schon fast etwas gegeben. Jetzt habe ich fast mein ganzes Leben lang habe ich mich für Menschen eingesetzt, mit psychisch bedingten Leistungseinschränkungen. Gehöre ich jetzt da selber dazu. Und auf der anderen Seite ohne Erleichterung. Jetzt ist es halt auf dem Tisch. Es ist gut so. Mein Gottvertrauen ist so, dass es an dem nicht gerüttelt hat. Ich habe nie gezweifelt oder den Eindruck gehabt, lasst er mich jetzt irgendwie fallen. Martin lässt sich auf die Behandlung ein. Er will zur Ruhe kommen, sich Zeit lassen und seinen neuen Platz finden. Bald aber wird klar, dass diese Veränderung und seine ständige Anwesenheit zu Hause auch für seine Frau eine Herausforderung ist. Plötzlich war er einfach der Zack da. Eigentlich manchmal fast im Weg. Wir kochen umeinander herum, tanzen, es war einfach nicht mehr alles meins. Oder die Idee, ich könnte jetzt etwas so machen, wenn ich es habe. 40 Jahre oder länger war es so und es war gut. Und dann ist man dann schon manchmal ein bisschen aneinander geraten. Aber mit der Zeit haben wir uns eigentlich gut drin gefunden. Es ist vielleicht sogar schneller gegangen, als wir gemeint haben. Martin hatte sich doch so gut auf die Rente vorbereitet. Und doch überrascht ihn einiges. Es ist nicht nur die grosse Freiheit.
Es ist eine kleinere Welt, in der ich drin bin, als die, in der ich vorher drin war. Und an das musste ich mich gewöhnen. Und Fanny vielleicht, aber jetzt erst nach vielleicht 5 Jahren, Fanny an, auch das zu genießen. Es hat Zeit gebraucht. Die Behandlung und die gute Begleitung des Arztes zeigen Erfolg. Mit der Zeit fühlt sich Martin wieder besser. Ich weiß gar nicht, wie ich aus der Depression rausgekommen bin. Ich weiß einfach, dass es so war. Es hat Verschiedenes dazu geholfen. Irgendwie ist es halt plötzlich besser gegangen. Es war wieder Lebensfreude da. Es geht ihm sogar so gut, dass er anfängt, gelegentlich als Berater zu arbeiten. Und erlebt, dass andere von seiner Lebenserfahrung profitieren. Ich habe nie eine Werbung gemacht für meine Selbstständigkeit, als ich reingegangen bin, im Mentoring, im Coaching. Aber es waren immer etwa Leute da, die es gewünscht haben und die ich gerne noch ein Stück auf ihrem Weg begleitet habe. Nicht mehr als Macher, sondern eher halt als Ermöglicher. Das ist die neue Rolle, in die ich nachher reingekommen bin. Heute, 5 Jahre nach der Pensionierung, fühlt sich Martin Rieser besser denn je. Er hat vor ein paar Wochen sogar eine neue Firma gegründet. Er handelt mit Moringa Gesundheitsprodukten. Alles ist so neu, dass er noch dabei ist, das Büro einzurichten. Ich finde es spannend, wieder etwas Neues anzufangen. Eine neue Herausforderung. Ich will die Verantwortung nicht alleine tragen. Ich will selbstständig sein. Aber ich will beispielsweise nicht Moringa Blattpulver auf Amerika verkaufen. Ich möchte Partner haben, ich möchte eine Plattform bieten für den Vertrieb im Hintergrund. Und vielleicht auch wieder halt das vom Ermutiger und vom Ermöglicher sein. Nun ist Martin auf dem Wantiger, seinem Hausberg, angekommen. Er kann mit 69 auf ein bewegtes Leben zurückschauen. Und dass er nach seiner Depression noch einmal einen dritten Frühling erleben durfte, sei ein Wunder. Seiner Zukunft sieht er zuversichtlich entgegen. Der Lebensabschnitt, in dem ich jetzt drin bin, gefällt mir eigentlich. Ich habe nicht Angst vor dem Sterben, höchstens Respekt vor einem möglichen Leiden oder davor, dass andere zu mir mal schauen müssen. Mein Vater hat immer gesagt, ich brauche Kraft zum Leben oder Gnade zum Sterben. Und so sehe ich es eigentlich auch. Ich weiss nicht, was auf mich zukommt, aber längerfristig habe ich meine Hoffnung. Das ist ein Abschnitt, in dem ich jetzt drin bin. Und es kommt ein nächster Abschnitt, wo ich mich auch darauf freue. Auch heute gibt es bei uns wieder etwas zu gewinnen, nämlich so ein Moringa-Überraschungspaket. Wenn Sie gerne eins hätten, dann beantworten Sie unsere Wettbewerbsfrage bis am nächsten Donnerstag. In welchem Land hat Maria Prian ein Kinderheim aufgebaut? Das war es für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Dann geht es beim Rudi Osuran um Geld. Und die Woche darauf begrüße ich Sie wieder. Dann bleiben wir gerade noch ein bisschen bei diesem Thema. Es geht nämlich um Konsum und um den Frust, der daraus entstehen kann. Bis dahin sage ich Tschüss und vor allem auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten.